Im Zuge der Renovierung der Pfarrkirche Rannersdorf wird auch dem Sgraffito in den Zwickeln der Arkadenbögen neues Leben eingehaucht, was einst sein Vater Karl Martin Suckup vor Jahrzehnten erschaffen hat, erneut nun sein Sohn, der Maler Paul Otto Suckup. In Rannersdorf wurde die Kirche renoviert. Was einst der Vater Karl Martin Suckup vor Jahrzehnten erschaffen hatte, erneuerte nun sein Sohn. Der gebürtige Schwechater stieg früh in die Fußstapfen seines Vaters und betreibt sein eigenes Atelier, wo er von Theatermalerei bis Bodypainting fast alles künstlerisch-malerische anbietet. Diese Kirche wird renoviert und wie man sieht, sind da Sgraffito, die aus den heute bekannt gewordenen 60er Jahren entstanden sind, gemacht sind worden von meinem Vater, Karl Martin Suckup. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Sgraffito zu restaurieren. Und weil es halt in die Jahre gekommen sind, jetzt, man sieht es eh ein bisschen, ist an dem, was noch gearbeitet wird, die anderen sind schon fertig. Angewendet wird die Dekorationstechnik Sgraffito. Der Begriff stammt aus dem Italienischen und lässt sich mit Ritz- oder Kratzputz übersetzen. Es ist ein Putz, der wird aufgetragen. Meistens ist der Untergrund dunkel. Also gibt es dunkles Rot, Schwarz, also dunkles Grau oder gelblich. Und dann wird ein hellerer Putz drüber gelegt, so 5 mm Stärke, 8 mm circa. Und noch im feuchten Zustand wird dann das Motiv aufgebaust, ja, das schon vorbereitet ist. Und dann wird mit einem Werkzeug dieser helle Putz weggekratzt, so lange bis der untere Putz, der helle, also der dunklere dann, jetzt der, egal was für Farbton, zum Vorschein kommt. Das gibt es an gewissen Häusern jetzt, oft sieht man das motivmäßig oder ornamentmäßig. Ist, soweit ich weiß, eine Renaissance-Technik. Und wurde halt ja, bis in die späteren Jahren auch weiter verwendet und gemacht. Welche Motive werden hier in der Kirche in Rannersdorf dargestellt? Ja, die Motive, man sieht es dann wahrscheinlich hier auf den Aufnahmen. Das eine ist die Kreuzigung, das andere ist Gott sei in der Höhe, glaube ich, jetzt da. Und da ist die Auferstehung. Und hinten ist die Erleuchtung. Das ist ein Osterfest, also zu Ostern. Zwar ist die Technik durch den verkehrten Ablauf der Arbeit recht kompliziert, die Restaurierung an sich fällt jedoch um einiges einfacher aus als beispielsweise eine komplette Neugestaltung der Zwickeln. Es ist eigentlich nicht wirklich lange, weil ja es ist alles vorhanden, man muss nur wiederum zum Vorschein bringen. Und man muss nicht irgendwie nachdenken viel, was man jetzt macht, sondern es ist ja gegeben. Und was natürlich auch gerade bei mir ist, das schön ist, weil es halt die Werke meines Vaters sind, die ich da jetzt restauriere. Und da der halt beim Ausarbeiten sich ein bisschen so, was er vielleicht gedacht hat. Oder, weil es ist nicht nur so, jetzt einmal nach Zahlen, ich tue das jetzt ausfüllen, sondern es soll auch jetzt dieses Hell-Dunkel, diesen Duktus, den so ein Sgraffito hat, soll es auch beibehalten und soll nicht jetzt da irgendwie nur maltechnisch ausgelegt sein und ja, wir halt Maler- und Anstreichermäßig, nicht jetzt da, sondern es ist wirklich, man muss sich ein bisschen einleben, es ist relativ schön.